Hallo, liebe Deutschlernende. Heute sprechen wir einmal über einen deutschen Philosophen, Immanuel Kant. Ja, vielleicht hast du gerade gedacht, hat Marco da gerade ein sehr böses Schimpfwort gesagt? Nein, der Name wird einfach nur so ähnlich ausgesprochen wie ein sehr böses englisches Schimpfwort. Ja, wir sagen im Deutschen Immanuel Kant. Und das hat nichts mit dem Schimpfwort C-U-N-T zu tun, sondern so sprechen wir den Namen einfach aus. Im Englischen sagt man deshalb oft Immanuel Kant. Ja, so sagt man es im Englischen, Kant. Aber im Deutschen sagen wir eigentlich Kant. Ja, Immanuel Kant. Wir sprechen das A klarer aus, ja, und kürzer. Ja, Immanuel Kant. Und Immanuel Kant war ein sehr analytischer Mensch. Ja, er hat Bücher geschrieben, die sehr, sehr schwer zu verstehen sind. Zumindest habe ich fast kein Wort von dem verstanden, was er geschrieben hat, als ich sein Buch gelesen habe. Ja, ich habe die Kritik der reinen Vernunft gelesen und ich kann dir sagen, dass ich dir gar nichts sagen kann. Ja, also ich habe fast nichts von diesem Buch verstanden. Was heißen kann, dass Immanuel Kant sehr schlau war. Es kann auch heißen, dass er Unsinn geredet hat, aber ich denke, ich bin nicht kompetent genug, darüber ein Urteil zu fällen. Ja, auf jeden Fall hatte er sehr komplizierte Ideen und hat seinen Beitrag geleistet für die deutsche Philosophie und erlebte ein sehr interessantes Leben. Ja, heute reden wir sehr viel über Zeitmanagement und wie man am besten seine Zeit managt und so weiter. Und Immanuel Kant war ein Meister darin, seine Zeit zu managen. Ja, er war wie ein Uhrwerk. Er hat sein Leben fast jeden Tag hat er genau gleich gelebt. Ja, immer zur selben Uhrzeit gegessen, zur selben Uhrzeit ist er nach draußen gegangen und hat seinen Spaziergang gemacht und die Leute haben über ihn gesagt damals, dass man seine Uhr nach ihm stellen kann, weil er immer zur gleichen Uhrzeit um die Ecke kam. Ja, er ist immer zur gleichen Zeit losgegangen und ist auch immer genauso schnell gelaufen. Und deshalb konnte man fast seine Uhr nach ihm stellen. Ja, weil er immer zur selben Zeit um die Ecke gelaufen ist. Ja, die Leute standen oft am Fenster, haben geschaut, da kommt Immanuel. Der kommt gerade wieder um die Ecke. Genau zur selben Zeit. Ja, ein sehr strukturierter Mensch und vielleicht dachte er auch deswegen so logisch, so analytisch. Ja, er war sehr analytisch in seinem Zeitplan, ja, sehr strukturiert und so hat er auch philosophiert. Ja, ein sehr strukturierter Geist, sehr viele komplizierte Ideen. Ja, ob seine Ideen so gut waren für die Geschichte, ja, das weiß ich nicht. Manche Leute meinen, dass er keinen so guten Einfluss hatte, weil er versucht hat, mit einem sehr logischen Verstand, mit einem sehr analytischen Verstand, hat er versucht, gegen die Rationalität selbst zu argumentieren. Ja? Kritik der reinen Vernunft. Ja? Er hat die reine Vernunft kritisiert. Ja? Und im gewissen Sinne auch den Rationalismus. Ja? Wie gesagt, ich bin nicht kompetent genug, um darüber ein gutes Urteil zu fällen, aber es war zumindest ein sehr interessanter Mensch. Es war ein deutscher Philosoph. Ja, ich habe bis jetzt nur über die alten Griechen geredet. Jetzt ist mal ein deutscher Philosoph dran. Und Immanuel Kant war ein sehr bekannter, also ist ein sehr bekannter Philosoph und war ein sehr intelligenter Mensch, würde ich sagen. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns morgen. Tschüss.